Hallo Leute, es geht weiter mit Among the Sleep. Ich spiele am Stück weiter. Es ist ja spannend hier im Sumpf. Mit den Boppeln am Rand, die hier wachsen. Und ich wundere mich ein bisschen, dass bisher ja noch nicht wirklich richtig was Schlimmes passiert ist. Und trotzdem finde ich die Atmosphäre gruselig genug, um zu sagen, ja, dass man sich irgendwie so eine... Naja, die Atmosphäre ist halt so düster genug für ein so kleines Kind, dass man sich irgendwie ausmalen könnte, so was einen da verfolgt oder ob hier was ist, ob das nun Geister sind oder ja, diese Gestalt, die man am Anfang kurz gesehen hatte. Ich weiß es ja nicht. Hier haben wir ganz viel Papiere. Es platscht hier wieder irgendwas ins Wasser. Ja, du kannst ja mal weiterkrabbeln hier. Ein bisschen schneller. Tja, und wo geht's hin? Ich will nicht runterfallen. Ich will nicht runterfallen. Ich weiß nicht, wo wir hin sollen. Das sieht doch nach einem Weg aus. Und dann hier runter links. So. So, dass man halt nicht ins Wasser fällt. Dann hoch. Erinnert mich auch so ein bisschen vom Stil her. Mit diesen Hausteilen. Also ein bisschen an Craven Manor. Wo man da am Ende dann so rumjumpen musste über die Bücher und so vom Stil her. Soll ich mit dem Schneckchen hier was machen oder warum kann ich die anfassen? Ich stehe mal wieder auf. Mag das Gekrabbel irgendwie nicht, obwohl wir mit dem Gekrabbel schneller sind. Und wieder eine Zeichnung. Ich kann die Matratze irgendwie verschieben. Warum kann ich das verschieben? Ist da drunter was? Ich sehe auch links irgendwas. Weiß ich nicht. Wozu das gut sein soll. Was ist denn hier unten? Kann man da das öffnen? Kann man öffnen. Kann man öffnen, wenn man länger gedrückt hält. Wieder. Alles klar. Momentchen. Jetzt aber. So. Aufstehen. Kann ich nicht. Achso, es ist so tief hier. Ein Puzzleteil. Wuhu. Wir haben ein Puzzleteil gefunden. Das ist ja schön. So, und dann geht's hier... Nee, hier geht's nicht zurück. Das ist etwas falsch. Jetzt müssen wir natürlich wieder zurückfinden, also komplett zurückfinden. Zu diesen Gemäldebilder-Dingern. Muss ich dann hier wieder zurückkrabbeln? Ich will aber hier gar nicht zurück. Gibt's hier einen schnelleren Weg? Hier zum Beispiel. Ist aber eine Absperrung, ne? Hier, das sieht doch gut aus. Und wenn ich das jetzt hier... Moment mal. Hol das mal raus. Und dann kletterst du da wieder rauf und dann finden wir einen Weg zurück mit oben drüber. Sozusagen. Ich glaube, das ist auch Sinn der Sache. Die Musik ist auch im Hintergrund so ein bisschen bedrückend. Was mache ich jetzt? Ich habe hier eine Kerze. Muss ich jetzt über die Bäume? Das kann ich mir ja kaum vorstellen. Da gibt es doch gar keinen Weg zurück. Vielleicht hinter mir, so dass ich mich wieder so langsam umdrehen muss. Nicht runterfallen, Baby. Bist du schon runtergefallen? Nein. Bleib oben. Baby fällt, glaube ich, gerade runter und ist... Nee, wir sind wieder drauf. Ich bin nur gerade ein bisschen irritiert, was ich jetzt hier oben soll. Jetzt sind wir hier hochgeklettert, dann muss es doch auch weitergehen. Ach, guck mal hier. Hä, warum... Habe ich das denn nicht gesehen? Geh mal hier um die Ecke rauf nochmal. Und dann geht's bestimmt hier rechts runter. Hui! So.
Weg gefunden. Ich weiß nicht, ob das Gekletter jetzt gerade richtig ist oder falsch. Sollen wir hier jetzt wieder hin? Soll ich hier jetzt wieder hin? Oder nicht? Was ist denn hinter mir? Oh, dreh dich mal schneller, Kamera. Ich komme doch hier nicht weiter. Dann muss ich doch hier durch, oder? Nicht, dass ich jetzt im Kreis laufe. Das wäre ja auch blöd. Nein, du bist wieder runtergefallen, du Kind. Du Baby. Ja, aber dann kann ich wenigstens noch mal gucken, ob ich nicht völlig im Kreislauf. Hier bin ich durchgekommen jetzt gerade. Aber kann man nicht nach... Da! Aber das bringt mir ja nichts, oder wie? Nö. Ja, was denn jetzt? Durch den Baumstamm wieder zurück? Oder wo lang? So, krabbel da mal durch. Weil ich will ja eigentlich wieder zurück. So, genau. Wir wollen ja das Puzzleteil reinsetzen. Baby, gib alles. Gib Stoff. Gib Gas. Ja. Also ich finde es gut, dass ich runtergefallen bin, weil ich glaube, das ist eher besser, was ich hier mache. Dann hoch mit dir. Hoch. Ja. Da oben willst du hin. Mein Bie. Geht doch. So. Und dann können wir nämlich das nächste Puzzleteil einsetzen. Ich renne mal. Wir rennen und dann setzen wir die anderen... This place feels. Let's not dwell here for too long. Was ist doch noch gar nichts passiert. Okay, für das Baby ist vielleicht ein bisschen eklig, aber. Jetzt leuchtet's wieder die andere Ecke. Yeah! Die Wurzeln sind frei. So, dann gehen wir jetzt auch zu dem Bild. Ganz schnell. Eine Frau, die aus einem Brunnen Wasser trinkt und dann mit gruseligen Haaren davon schreitet. Der Teddy warnt uns immer, aber... Ja. Noch ist es nur ein Geisterhaus, dem uns bisher nichts verfolgt hat. Oh, hier geht eine Tür für uns auf. Das ist aber schön. Türen, die von alleine aufgehen, haben wir besonders gern. Nach rechts kann man auch. Okay. Da ist wieder so eine Klappe. Und noch eine Klappe. Oh oh, das ist die erste Gestalt, die wir sehen. Soll ich jetzt einfach an der vorbeikrabbeln? Da hinten ist unser nächstes Teil. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, schnell. Geh da hin. Pipi. Das ist ja nur eine blöde Zeichnung. Das sind ja nur Stiefel, die runtergefallen sind. Oh, verarscht. Ja. Mach die doch einfach auf. Brauchen wir einen Stuhl.
glaube, wir nehmen hier den Sessel mal rüber. So, noch ein Stückchen. So, dann gehst du da rauf. Dann kriegen wir das auch hin. Ich geh mal nach rechts, ne? Falls hinter mir irgendwas ist, dann... Ja. Ist das so, ne? Hier Schritt hinter mir, ich drehe mich nicht um. Da ist die Gestalt lang gewandert. Am Brunnen, wie bei The Ring. Wie gruselig. Weil wir sie gesehen haben. Du bist doch schon oben. Und verfolgt ihr uns jetzt, die Gestalt, weil wir sie gesehen haben? Die Gestalt finde ich jetzt ein bisschen gruselig. Was mache ich denn jetzt? Durch das Loch einfach fallen, oder was? Ja, anscheinend. Oh nein, jetzt kommen wir beim Brunnen raus. Das ist jetzt aber fies. Nein. Ganz leise. Kletter da oben hin zum Brunnen. Zum Brunnen. Ups, continue. Scheiße. Ja, natürlich will ich das nochmal machen. Ich bin voll in den Brunnen gefallen. Oh, das arme Baby. Ist meine Schuld. So, jetzt kletter da nochmal hin. Und diesmal gehe ich hier erstmal rauf. So. Jetzt kann ich hier irgendwie eine Kurbel drehen. Hm? Noch mehr. Noch mehr. Nicht? Ist es jetzt schon? Ach, da haben wir unser... Kannst du da jetzt denn ran? Bisschen mehr so? Kommst du da ran? Nee. Wir müssen es irgendwie noch mehr rausholen. Noch ein bisschen mehr an der Kurbel drehen. Ich habe Angst vor dieser Gestalt, die hier rumirrt. Ja, nun mach doch noch mehr. Es ist mit der Steuerung einfach so blöd. Drehen, drehen. Okay, jetzt hab ich's. Nimm dir dein Puzzleteil. Und noch was. Du hast, glaube ich, alles. Bloß nicht wieder in den Brunnen fallen. Ich habe ein bisschen Cheese hier. Ich gehe auch nicht in die rechte Ecke. Ich will einfach nur weg. Mit dem Puzzleteil, was wir jetzt haben. Und dann setzt du das da irgendwie ein. Kannst du das mitnehmen? Brauchen wir das jetzt nicht noch? Oder was? Jetzt blinkt das hier so. Das irritiert mich ein bisschen. Nö. Ich kann damit irgendwie nichts mehr machen. Dann geh mal raus. Schnell, 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 schnell weg von der Figur. Dieser Gestalt.
Ist die da jetzt vor mir? Ist die hinter mir? Wo soll's denn hingehen? Da oben? Bisschen hoch, ne? Es gibt bestimmt wieder einen anderen Weg. Ah, mein Rücken. Bin ganz angespannt. Tja, ich weiß nicht. Geh mal hier runter. Du sollst irgendwas hier machen. Ich soll mich verstecken. Unterm Tisch. Weil eine Gestalt hinter mir ist. Hallo? Hallo? Gehen wir hier lang. Hier geht's ja auch lang. Es wird langsam unheimlicher. Also bisher ging's, aber jetzt wird's echt ein bisschen gruselig. Aber das wollen wir ja auch. Genau, gehen wir weiter, weiter, weiter. Wir haben ja das letzte Puzzleteil. Das kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so lange dauern. Okay, das sieht doch gut aus. Die Geräusche sind unheimlich, aber was soll's. Damit wir das letzte Puzzleteil auch mal einsetzen können. Wo lang? Kannst du da nicht einfach dran vorbeikrabbeln? Jawohl. Okay, es speichert. Auch hier wird mir wieder was angezeigt. Weiß ich nicht, ein Stuhl, ein Haus und mehrere Kinder eingesperrt oder so. Keine Ahnung, was die Zeichnung zu bedeuten hat. Dann auch noch so ein Klopfen hier. Ich habe mich mal hingestellt. Wenn ich hier einfach mal raufgehe. Man muss ja meistens gar nicht immer alles verschieben. Meistens kann man auch so klettern. Aber in diesem Falle brauche ich die Kiste vielleicht für da oben. Muss ich mal schauen. Schieb die mal da vorne hin. Genau, und dann geh mal rauf. Dann hier auf das Fass. Nee, nee, bleib mal da oben drauf, du. Bibi, geh wieder darauf. So. Dann gehst du jetzt darauf. Darauf. Prima. So. Dann kann ich mir hier oben was holen. Da liegt irgendwas im Fass. Die Gestalt kommt. Die Gestalt kommt direkt hier, hier. Die ist hinter mir. Die ist hinter mir. Die ist jetzt... Die ist voll auf mich zugelaufen. Wo denn jetzt? Ich habe sie gesehen. Und ich weiß aber nicht, wohin jetzt. Oh, jetzt will ich nicht. Hallo? Mach dich klein. Scheiße, ich muss doch wieder raus, oder? Man kann die Bretter hier auch irgendwie bewegen, aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll.
Ist hier irgendwie jemand? Hier ist jetzt aber nichts. Ist aber voll auf mich zugelaufen, das Ding. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Kann ich hier irgendwie oben raus? Ich habe mir jetzt irgendwie einen Schlüssel oder sowas geholt. Hier haben wir die Gestalt gesehen. Die irrt da draußen wohl irgendwo rum. Oh. Leute. Das speichert hier auch immer. Speichert und speichert und speichert. Das hilft mir aber auch nicht viel. Ich glaube, ich muss mal hier raus. Geh mal hier raus. Genau. Lass das Brett einfach vor die Nase fallen. Steh mal auf. Dann kann ich mich zwar immer langsamer umdrehen, aber vielleicht wäre die Gestalt ja auch hier reingekommen, wenn man die Bretter halt irgendwie weggenommen hätte oder so. Hier, das bringt mir ja auch nichts. Kann ich mit den Brettern mir was bauen? Mein Gott, was muss das Baby denn hier für eine Arbeit leisten? Ah, und dann baue ich mir ein Haus und dann habe ich jetzt hier, ja, und geh mal, hallo? Geh mal weiter. Kannst du mal bitte von diesen Steinen hier weggehen? Geh doch mal. Geht doch. Ja, irgendwas muss ich ja wohl mit den Brettern machen können. Oder die waren einfach nur da, um die, damit das Baby da eigentlich ursprünglich durch kann. Vielleicht war das gar nicht so gedacht. Oder so, dass man da einfach so durch kann, wie ich das gemacht habe. So, geh mal. Weiß ich nicht. Mach dich nochmal klein. Ich weiß halt nicht, wohin. Das ist das Problem. In den gruseligen Wald. Wohin denn auch sonst? Mhm. Waren wir hier schon? Kommen wir hierher? Ich will nehmen... Ich habe mich versteckt. War das richtig so? So, ich gehe hier am Wegesrand entlang. Mir passiert überhaupt nichts. Ich bin nur ein kleines Kind. Ich habe niemandem was getan. Ich suche nur meine Mami. Und irgendwelche Gegenstände. Oh, wenn die Gestalt jetzt kommt, habe ich ein Problem. Dann kann ich mich nirgendwo verstecken. Scheiße. Geh mal hier vorbei. Scheiße, ich bin voll blöd gelaufen. Wo soll ich denn lang? Oh, und ich höre immer so, so eklige Geräusche. Sind wir hier wieder? Macht das Sinn? Da hinten ist ein Zaun. Da waren wir noch nicht. Geh zum Zaun. Das ist ein Plan. Da! Da wollen wir auch hin. Yeah! Oh, oh. Ich hab Angst. Mach mal hinne hier. Oh Gott, nicht, dass die jetzt hinter uns ist und kommt. Oh.
Meine Kamera ist doch nicht schnell genug, mein Baby stirbt. Das war ein bisschen gruselig. Ach, nur ein bisschen. Kein Problem. Ist ja nur ein Horrorspiel. Scheiße, wie schnell muss ich denn dann sein? Weil... Aber wir haben das noch, ne? Ja, wir haben das noch. Okay, das Ding ist also hinter uns her. Und das Vieh darf uns nicht kriegen, nicht sehen, nicht entdecken, halt so ganz typisch irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt wieder schaffe, weil, naja. Schnell, schnell, schnell. Die Musik fängt an. Da ist sie. Wo ist sie jetzt hin? Scheiße. Ja, aber... Ja, das ist ja vorhin auch passiert, ne? Aber... Jetzt muss ich hier lang. Huch, ich kann hier was nehmen. Was kann ich hier denn nehmen? Ein Ast? Was soll ich denn jetzt mit dem Ast? Oh, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Der Weg ist vor allem auch so weit. Oh, jetzt bin ich wieder hier an dieser Stelle. Oh. Währenddessen bin schon wieder an derselben Stelle, wo ich gerade eben schon war. Oh, ich bin jetzt echt ein bisschen angespannt, weil vorher hat uns nie jemand verfolgt und so. Das ist jetzt schon gemein. So. Wo ist dieser Zaun? Wo ist... Jetzt habe ich nur noch das Bedürfnis, mich hier überall zu verstecken. Hallo. Ich weiß nicht, wir sind irgendwie voll falsch gelaufen. Ich bin komplett zurückgelaufen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo ich eigentlich hin soll. Also nochmal die Runde. Ich finde es halt sehr unübersichtlich, aber das Krabbeln geht einfach schneller. Hier lang. Hier haben wir uns am Anfang auch versteckt. Wenn ich einfach mal auf dem Pfad bleibe. Jetzt müsste sie eigentlich nochmal wiederkommen, weil ich zurückgelaufen bin. Bin ein bisschen angespannt. Und bestimmt bin ich wieder an dieser Stelle. Aber da hinten ist das doch, oder? Nee, da ist der Brunnen. Hä? Da ist der Weg. Der ist immer irgendwie links von mir. Deswegen. Aber ich denke immer, weil das Licht hier so ist, dass ich hier richtig bin. Es ist aber auch gemein hier. Und währenddessen verfolgt uns so eine Uschi. Ja, prima. Hast du das geschafft hier. Voll blöd. Ich weiß den Weg nicht mehr. Ich bin so orientierungslos. Da ist die Pforte.
Scheiße, da wollen wir hin. Wenn ich jetzt hier rausgehe, dann kriegt der uns aber wieder. Stell dich hin. Stell dich hin. Lauf. Lauf, 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 lauf. Schnee, Schnee, Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Rauf, rauf, rauf. Ja, geh da rauf, Mann, du. Baby, du. Mach die Pforte auf. Raus mit dir. Oh, wir haben es geschafft. Lauf, 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 Kind. Baby, lauf. Das Baby hat's geschafft. Das Baby hat's geschafft. Oh, ich habe Herzklopfen vor dem Monster jetzt da. Das ist echt ein bisschen gruselig. Sie ist hinter uns, glaube ich. Ja, sie ist hinter uns. Sie ist hinter uns. Sie ist hinter uns. Geh da rauf, geh da rauf, geh da rauf. Geh da rauf. Raus mit dir. Baby. Scheiße. Speichert aber, das ist gut. Selbst wenn sie jetzt hinter uns war, ich habe mich nicht umgedreht. Und ich glaube, wenn man der nicht irgendwie ins Gesicht guckt oder so, dann geht das. Teddy hatte recht. Teddy hatte recht. Es ist unheimlich. Der Ort ist unheimlich und es ist gar nicht mehr schön hier. So, das letzte Gemälde. Das war jetzt echt eine Aktion. Ein Kind, das liest oder was vorgelesen kriegt. Und ein Ort. Und es wird gespeichert. Und ich verabschiede mich. Wir sehen uns im nächsten Part. Die Gestalt. Die Gestalt. Einmal, wenn das kommt, dieses Geräusch, dann ist die hier irgendwo. Versteck dich, Baby. Irgendwo hier ist auch diese gruselige Gestalt. Es macht mir echt ein bisschen Angst jetzt hier. Aber der Part wird sonst zu lang. Also verabschiede ich mich. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu ruckelig und so, wie ich sehe gerade, dass ich hoch so langsam... Ey, die ist jetzt hier überall, oder was? Oh, das ist ja gemein. Man hört die jetzt wirklich überall. Immer wenn dieser helle Surrton kommt, glaube ich, ist das Ding immer in der Nähe. Und wahrscheinlich muss man sich jetzt so vom Bücherregal zu Bücherregal... schleichen. Das machen wir dann im nächsten Part. Ich freue mich jetzt schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.